Wir freuen uns über unsere beiden Gäste beim Fan Talk, über Peyton Siever und Tim Schneider. So, Peyton, how are you right now after this very intense game? Hurt. It was very tough. You know, we can't let those type of games slip away from us. That one's going to come back to bite us, but we got to move on. Is it easier sometimes to lose by 20 points than by 3 or maybe 1 in the end? No. Losing's losing. But I'm glad the way that we fought back and... You know, we know how these EuroLeague games are going to be, so I'm very proud of the way our team fought, and we got to learn how to close these games out. Da sagt er, was sehr wichtig ist. Er ist sehr stolz darauf, wie die Mannschaft gekämpft hat, und sie wissen, wie hart diese EuroLeague-Spiele sind. Aber er sagt, eine Niederlage ist eine Niederlage, ob man da irgendwie mit 20 verliert oder eben halt so. Es tut halt immer weh. Es tut ihm gerade weh. Das tut auch dir weh, Tim, weil im Prinzip man war so nah dran an dieser Mannschaft, die zuletzt ja überragend auch gespielt hat. Definitiv. Also ich denke, man hat es in den Gesichtern von uns eingesehen, dass die Niederlage sehr wehgetan hat. Es war alles möglich heute und wir haben es dann im dritten Viertel wieder verspielt, wie die zwei Spiele davor auch schon. Und ja, das ist jetzt die fünfte Niederlage in Folge in der Euroleague. Und wie du gerade eben, vierte? Die vierte, ja. Vierte, ja, sorry. Ja, wie du gerade eben schon gesagt hast, wir sind das nicht gewohnt von letztem Jahr, und wir müssen jetzt einen Weg finden, uns herauszuarbeiten und dann jetzt am Freitag ein gutes Spiel gegen Madrid zu machen. Absolut, bei Real Madrid am Freitag. Wir haben diese eine Situation nicht verstanden und ihr seid so drin in den Regeln, ihr habt es bestimmt verstanden. Warum wurde Luke Sigma der zweite Freiwurf aberkannt? Also am Freiwurf darfst du halt kein Schattwerk machen, dass die Leute halt denken, du wirfst und dann gehst du rein. Ich weiß aber nicht, ob er den Ball verloren hat oder es bewusst gemacht hat. Keine Ahnung, muss man sich nochmal angucken. Okay. So, these games are very intense and you played a very good game tonight against one of the most spectacular players in EuroLeague basketball, Sergio Rodriguez. How was it to defend against him? Oh, well, I think we just came in with a good game plan. I think our team did a great job of helping out and helping me out, just try to contain him. So very happy, but, you know, at the end of the day, he has 17 points and they got the win. So we got to do a better job of organizing our team defense later on and get ready for Madrid. Also er sagt, man muss sich noch besser in der Defensive dann aufstellen. Sergio Rodriguez ist ein herausragender Spieler, den er heute gut verteidigt hat. Trotzdem kommt er zum Schluss dann auf 17 Punkte, weil er jetzt auch zum Schluss noch ein paar Freiwürfe bekommen hat, die vielleicht nicht mehr in der Zeit waren. Wer weiß. Ihr spielt, du hast es gerade eben gesagt, die Euroleague, es gab ein paar Niederlagen jetzt, aber es gab auch so knappe Dinger, wie zum Beispiel bei Efes oder heute. Und dann sagt man immer, ihr lernt aus solchen Spielen. Was genau lernt ihr? Weil ich glaube, man sieht es ja auch in der Bundesliga dann. Also ich denke, wir haben in bis jetzt allen Spielen gezeigt, dass wir definitiv hier hingehören in die Euroleague. Ja, dass wir auch die großen Teams ärgern können und ihnen Probleme bereiten können und auch Spiele gewinnen können. Und ich denke, dass wir ungemein an Erfahrung gewinnen. Heute war es dann natürlich für mich zum Beispiel gegen Skola, bin ich da deutlich unterlegen in der Erfahrung. Aber es macht riesig Spaß, hier zu spielen und sich weiterzuentwickeln. Das ist ja auch ein Spieler, steckt dir die dann auch mal einen Spruch während des Spiels oder so? Der könnte im Prinzip lässig dein Vater sein, oder? Du bist fast 22 jetzt und der 39, oder? Er ist 40, ich bin 22. Nein, also er hat nichts zu mir gesagt und nee, also es war cool ihn zu sehen und besonders eindrucksvoll war es halt, ich bin vor dem Spiel immer mit Jonas und Carlos, mache ich so ein bisschen Individualtraining. Und er und Rodriguez waren wirklich die ersten beiden in der Halle von den beiden. Und ich denke, das zeigt einfach die harte Arbeit, die die beiden reinstecken. Und es ist sehr eindrucksvoll für mich gewesen. Das ist eine super Liga, die natürlich nach außen hin auch wirkt. What do your friends say that you now right now play in basketball EuroLeague here in Europe? Not much. Oh, really not? No, I mean, my friends are all idiots, but no, I mean, it's great for us. I'm very happy to be playing in EuroLeague, especially, you know, like I always say, it's the second best league in the world, so we get to play against the best teams, and, you know, those are the things that, as a basketball player and a competitor, you live up to, you know, go out there and play against the best. So
right now, you know, we're on a little losing streak, but we'll figure it out once everybody get healthy. You know, EuroLeague watch out, we'll be all right. This is one interesting point. Be healthy, stay healthy, get healthy, because tonight another great player, Marcus Ericsson, was not in the game because he's injured. How much do you miss him? I think I only got to play with him once, so, you know, he's... As a team. I've been hurt too. But as a team, we miss him a lot. He's a very great three-point shooter. He helps us out a lot in that category, and he just spaces out the floor a lot. It makes the defense, you know, guard him, respect him, and opens up everything else for everybody else. So we miss him a lot. We can't wait for him to get back on the court, especially him and Stefan. So we're looking forward to that. Okay, also die beiden kommen ja dann wieder, Markus und Stefan, hier noch anspricht. Dann noch eine Frage an euch beide zum Spiel am Freitag, 21 Uhr Spielbeginn bei Real Madrid. Auch wieder so ein großes Ding. Aber bisher seid ihr ja sowas von abgeklärt, wie ihr auftretet. Nehmt ihr irgendwelche beruhigenden Drogen vor dem Spiel oder ist das nur Aito? Also Peyton meinte gerade zu mir, dass er ein bisschen Painkiller vor dem Spiel genommen hat. Ich weiß nicht, ob das was hilft. Nein, aber wir versuchen in jedes Spiel gleich reinzugehen, egal ob es Euroleague oder BBL ist. Klar, es ist dann natürlich schon eindrucksvoll, wo man das Scouting sieht, was für Spieler auf der anderen Seite da stehen in der Euroleague. Aber im Endeffekt ist es nur Basketball. Es ist das gleiche Spiel, egal gegen wen du spielst. Und ja, der mehr Körbe macht, gewinnt. Sehr gute Einstellung. So, last question, Peyton. What do you expect from Friday night's game at Real Madrid? We're going in there preparing to win. Das ist aber eine Ansage. Thank you very much. Peyton Siever, Tim Schneider, danke schön.